Hallo, liebe Modellbahnfreunde. Ja, ich habe mir jetzt den Zug mit dem Doppelstockwagen der Reichsbahn mit einer BR65 im Internet bestellt. In der Annonce stand leichte Gebrauchtspuren. Ja, damit kann ich voll leben. Und ich habe mich riesig auf den Zug gefreut. War sehr gut eingepackt, alles schnell, alles wunderbar gegangen. Karton aufgemacht, war begeistert, weil die Gebrauchsspuren waren so gut wie gar nicht da. Ja, dann die Lok auf die Schienen gestellt und da ist erstmal gar nichts passiert. Das ganze Fahrgestell unten, das war alles locker. Die Lok sah aus wie nie benutzt bzw. gereinigt. Denn da war nirgendwo ein Stäubchen, aber auch nirgendwo etwas von Öl oder Fett zu sehen. Ja, jedenfalls, na, ab und zu hat sie sich ein kleines bisschen gezuckt. Also man hat gemerkt, es kommt Strom durch, je nachdem, wie man sie gehalten hat auf den Schienen. Runter von den Schienen, erstmal getestet im Motorwagen, ob es nicht doch an die Gleise liegt, aber es könnte ja eigentlich nicht. Ja, dann habe ich erstmal die Räder gereinigt. Wie gesagt, die waren eigentlich gar nicht groß verschmutzt, aber ich habe es mal gemacht. Ja, war keine Änderung. Alle Kontakte, wo man jetzt von außen rankommt, nochmal irgendwie gereinigt und rangebogen. Das war aber alles okay. Ja, dann das Ding mal auseinandergenommen. Und ohne Gehäuse erst nochmal auf die Schienen gesetzt. Ja, und dann habe ich sie irgendwo blöd eingepackt. Da sind mir dann noch die Treibstangen abgefallen. Naja, es ist sehr schade, weil ich habe mich wirklich drauf gefreut. Aber naja, irgendwie habe ich kein Glück bei Modellbahn-Sachen im Internet kaufen. Und ich glaube, da warte ich lieber bis zur nächsten Modellbahnbörse und hole mir dann was. Das war übrigens, ich brauchte den Zug eigentlich gar nicht, weil ich gar keine Verwendung dafür habe im Moment. Aber ich wollte gerne wieder eine Dampflok fahren lassen. Und dieser Zug, das war halt eben auch so ein bisschen Erinnerung an früher. Beziehungsweise ich habe ganz früher mal diese Lok gehabt in TT. Und die Anhänger, die hatte ich in Spur 1 von der GSD. Und naja, so hatte ich ein Gesamtpaket, was nun leider auch nichts ist. Die Hänger laufen gut, die sind auch haben keine optischen Fehler und auch die Räder sind sauber, alles. Ja, also weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall muss man da schon sehr vorsichtig sein im Internet, oder was heißt vorsichtig? Man weiß es ja vorher nie und einfach irgendwie oder zumindest in erreichbarer Nähe kaufen, dass man sich das Zeug selber abholt und erstmal angucken kann. Also bei dem, was weiter weg ist, bin ich eigentlich fast immer irgendwo auf die Nase gefallen, eisenbahnmäßig. Gut, naja, das war's. Danke fürs Ansehen. Tschüss.